Hallo Leute, ich bin der Dan und schön, dass du wieder dabei bist. Nein, dieses Mal ist es kein Video, wie ich es schon öfters gemacht habe. Heute kommt das angekündigte, der Dan war jetzt lange weg Video und es gibt eine kleine Fact, das ist aber Blödsinn, weil es ist eigentlich nur nochmal ein Eingehen auf eure Kommentare. Wie gesagt, ich war jetzt viele, viele Wochen weg und habe quasi nur vorgeplante Sachen abgefeuert, sage ich jetzt mal, an Videos und konnte wegen schlechtem Internet nicht auf jeden Kommentar reagieren und auch nicht alles lesen und so weiter. Das habe ich jetzt gemacht. Ich habe alle gelesen, habe mir die Ich mache es ganz einfach, wir machen hier kein großes Hexenwerk. Ich habe mir die einfach jetzt in eine Textdatei gepackt und ich ziehe die jetzt hier mit OBS einfach nach oben und wir gehen kurz darauf ein. Ich sage euch kurz, was es in dem Video so ungefähr ging und dann sage ich dann halt meinen Kommentar dazu. So, das erste Video. Nein. Die erste Frage war, die ich jetzt mir rausgepickt habe. Ich habe natürlich nicht alle Kommentare genommen. Es wurde sehr, sehr viel kommentiert. Ich habe jetzt nur mal die wichtigsten rausgesucht. Die erste Frage war von Famelors 3872. Schuppe. Jetzt merke ich mir das auch. Grüße an dich und an alle, die das jetzt sehen. Schaut mal auf diesen Kanal. Das ist auch sein Kanalname auf YouTube. Er macht auch immer schöne, tolle Videos und ja, wir sind immer mal wieder auf Facebook im Austausch über wichtige und unwichtige Dinge rund ums Rollenspiel, also, und er hat auch wirklich Ahnung und das merkt man auch und er hat Feuer dafür, also hat auch Bock dafür, da an dem Thema zu partizipieren und so weiter und Neues auszuprobieren. Und er ist auch wesentlich länger dran als ich jetzt hier mit meinem Kanal. Also er ist noch länger dran. Also geht mal drauf. Er fragte, warum sollte man meckern, wenn jemand Aborea spielt? Ist doch alles okay. Ja, das ist auch meine Meinung. Gerade Aborea kann man schön ausbauen. Also es ist halt ein schönes, sagen wir mal, mittleres, leichtes, bis wenn man es dann später weitermacht, vielleicht sogar mittleres Rollenspielsystem, aber ich habe immer so die Vermutung, es wird dann immer mal ganz gern gemeckert. Es gibt sehr, sehr kritische Spieler und es wird auch viel gelästert und es gibt dann Hardcore-Spiel 1, ich nehme jetzt extra keine Namen, ne? Es gibt Hardcore-Systemfans 1 und Hardcore-Systemfans 2 und Leute, die schon ewig dabei sind und schon Spiele gespielt haben, von denen es nur zwei Hefte gab und ja, also da muss man immer ein bisschen gucken und ich finde es auf jeden Fall super, dass es sowas wie Aborea gibt und habe es nicht bereut, dass ich mir mal die Box zugelegt habe, auch wenn ich das wahrscheinlich nie spielen werde, vielleicht mal mit einer Einsteigergruppe oder so, finde ich ganz nett eigentlich dafür. So, und ihr seht auch schon, der ist einen Monat her, der Kommentar. Ich war ein bisschen länger weg als einen Monat, aber ich habe so bei einem Monat bin ich eingestiegen. Dann ein Video, also im Video ging es jetzt einfach nur um die Vorstellung des Systems Aborea. Findet ihr auf meinem Kanal unter Playlisten absortiert. Ich meine unter kleinere Systeme. Dann eine Frage zu Hexen, da ging es um die Vorstellung, auch von Farmerlores Schuppe. Zeigst du auch die Box Werkzeuge des Hexenmeisters noch? Ich habe vor, alles noch von Hexen zu zeigen, was nochmal im Detail, was da dabei war. Bevor ich abgereist bin, waren die zwei Videos mir noch wichtig, die ich gemacht habe. Also drei Videos, aber zwei Publikationen. Das Grundbuch und die Chroniken der Hexen, der Hexenjäger. Das waren die Hauptbücher, das war mir wichtig, die zu zeigen. Wenigstens nochmal. Und ich möchte auf jeden Fall die Box noch weiter zeigen. Dann vor 4 Wochen, also das ist mehr, wahrscheinlich mehr als ein Monat und dann haben wir hier vor 4 Wochen, Trollstrolch schrieb, mach nicht den Fehler, also hier ging es jetzt um Einstieg in neue Systeme. Ich habe hier dann erzählt, dass ich dann auch gerne an meinen Abenteuern etwas rumschraube, sie ein bisschen stärker oder schwerer mache, Sachen hinzu, Sachen weg und so weiter. Und er halt
den Tipp gegeben, mach nicht den Fehler, die TIE Fighter-Zahl zu erhöhen, bloß weil mehr Spieler im Raumschiff sitzen. Das Schiff bekommt dadurch weder mehr Schilde noch Rumpf, aka Lebenspunkte. Und wenn die Spielercharaktere nicht mal in den... Es ist sehr, sehr schwierig, das zu lesen. Ich muss ein bisschen größer ziehen. Wenn die Spielercharaktere nicht mal in den Kampf eingreifen können, weil es nicht genug Geschütze gibt oder ähnliches, kann das schnell böse in die Hose gehen. Das stimmt. Ich bin aber der Meinung, dass man immer noch mal so einen Trick in der Hinterhand haben kann, ohne dass es jetzt gleich so aussieht, als ob man an der Geschichte dreht. Ne? Jetzt in diesem Fall ist es so, dass man halt ein Schiff bekommt und es gibt halt nur zwei Geschütztürme und einen Platz für den Kapitän und einen Platz für den Mechaniker. Das bedeutet, also es sind eigentlich vier Spieler daran beteiligt und da muss man halt abschätzen, sind die Spieler gut, sind die Spieler unerfahren, versuchen sie alle Möglichkeiten zu nutzen, das Schiff zu reparieren, am Laufen zu erhalten. Der Kapitän fliegt ja auch gute Manöver, dass er immer die Schilde den Gegnern zuwendet und so weiter. Also das muss man dann halt sehen und dann kann man auch die Anzahl erhöhen. In meinem Fall würde ich es wahrscheinlich nicht machen, weil meine Spieler haben sich doch sehr unerfahren angestellt und ich will sie ja nicht frustrieren. Ja? Und dementsprechend würde ich das dann jetzt nicht machen. So, böse Figuren. Wieso ist das? Achso, ich muss jetzt hier hinten weiter scrollen. Wie gesagt, wir machen das alles relativ... ups, das war jetzt nicht gut. Ich mache das hier alles so... es ist auch ein Test, wie man das am besten machen kann. Es ist wahrscheinlich nicht die beste Lösung. So. Ich habe ein Video zu böse Figuren gemacht, böse Figuren in der Welt, in der Gruppe, als Mitspieler, als Charaktere und so weiter. Und D-Rex schrieb D-Rex 1987 schrieb vor 3 Wochen, interessante Gedanken. Ich selbst habe noch keine dunklen Charaktere gespielt, würde es meinen Spielern aber nicht verwehren, sofern es irgendwie sinnvoll und das mit der Gruppe abgesprochen ist. Ich finde aber, dass die Charaktere dann nicht böse sein sollte, weil er halt böse ist. Also weil er halt böse ist. Also nicht böse, weil es angekreuzt ist als Selbstzweck, sondern dafür muss die Geschichte was hergeben. Eine Ursache, eine Motivation, irgendwas in der Art. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein grauer Charakter sich im Verlauf einer Kampagne oder ähnlichem einfach zu einem dunklen Charakter entwickelt, sodass er am Ende gegen die Gruppe steht, was wahrscheinlich am Ende des Charakters als Spielercharakter bedeuten würde. Müsste man drüber reden. So. Genau das ist das Ding, was ich versucht habe rüberzubringen, was halt schwierig ist. Wenn man jetzt von bösen Charakteren spricht in einer Rollenspielsituation, heißt das nicht dieses chaotisch böse, also ein chaotisch böser Charakter, der bestiehlt alle, der bringt alle sofort um. Der... Wenn es heißt, rettet die Jungfrau, dann tötet er die Jungfrau. Und wir spielen ja keine Psychopathen oder irgendwas. Und das ist wirklich das Fundament, was hier der D-Rex geschrieben hat. Eine Ursache, eine Motivation muss dahinter sein. Und die Sache ist ja auch die, also ein geistig normaler Charakter oder ein geistig normaler Mensch tut böse Dinge nicht einfach nur, weil er sagt, ich will jetzt böse sein, sondern er tut einfach Dinge, weil er skrupellos ist, weil er der Meinung ist, er ist im Recht, weil er der Meinung ist, das ist die beste Lösung, wenn er der Meinung ist, ja, skrupellos halt, aber mir ist es scheißegal, was jetzt mit denen ist, ich bringe mich doch nicht in Gefahr für andere und solche Dinge und das sind dann die bösen Sachen, ne? Das ist dann eher so das Ding, was damit gemeint ist. Und ein böser Charakter muss nicht zwangsweise gegen das stehen, für was die Gruppe einsteht. Und es muss auch nicht zwangsweise bedeuten, dass es dann zu einem bösen Ende kommt. Zum Beispiel, ich habe mit einem Charakter, das war jetzt kein böser Charakter, aber ich habe mit einem Charakter eine Gruppe verlassen, weil die Gruppe einfach nicht zu den Werten gepasst hat,
die mein Charakter verkörpert hat. Es war ein guter, also es war, und die Gruppe war auch gut, aber es hat trotzdem nicht gepasst, ja. Genauso wie ein böser Charakter auch sagen kann, oh, das wird mir jetzt zu heiß mit der Gruppe, ich verlasse die Gruppe, weil die Gruppe mir keinen Schutz mehr bietet, ne. Also das muss man auf jeden Fall sehen, dass man es abspricht. Man sollte solche Dinge, dass man drüber redet und so weiter, das muss man machen, aber im Vorfeld, ja. Wenn man sagt, okay, du spielst jetzt meinetwegen einen Vampir in einer guten Gruppe, dann kannst du das machen. Das heißt aber, nie, also eine Regel, niemals gegen die Gruppe arbeiten. Das bedeutet, er darf nicht zum Beispiel die Gruppenmitglieder ansaugen, er darf nicht wahllos einfach irgendwie die Gruppe in Gefahr bringen oder sonstige Dinge, die ihn zum Ausschluss bringt. Er sollte es vielleicht auch der Gruppe nicht unbedingt erst anvertrauen, aber ja, nicht gegen die Gruppe. Und das sind halt Dinge, die sollte man im Vorfeld absprechen, innerhalb dieser Spielregeln. Muss auch klar sein, dass unter Umständen auch ein Charakter, der also ein Mitcharakter in der Gruppe ist, der komplett dagegen ist, was diese Figur tut und ihn dann tötet. Dass dieser Charakter rausgeworfen werden kann, dass dieser Charakter von der Stadtwache gefangen werden kann und so weiter und so weiter. Das sollte man halt auf jeden Fall im Vorfeld absprechen, ja? So. Dann der Wolfgang, 8433. Er hat einen riesen Kommentar geschrieben. Also der Wolfgang, ich danke dir nochmal, dass du wirklich so krass und so geil dabei bist. Der schreibt immer super lange Kommentare, sehr, sehr viel hilfreiche Sachen. Und ich möchte es einfach hier nochmal würdigen, weil er einfach voll Anteil nimmt. Sein Kommentar war eine ganze DIN A4-Seite. Ja, immer super. Ich danke dir dafür, dass du so teilnimmst. Deswegen habe ich sie ja aufgenommen, gar nicht jetzt explizit zu irgendwas Stellung nehmen. Ich wollte es einfach nur mal gesagt haben. So, dann der Silkvisier, auch zum Thema böse Figuren. Ich habe das hier jetzt mal gekürzt, also im Anfangsbereich schreibt er so ein paar Eindrücke und dass er das noch mit einer bösen Figur nicht gemacht hat und so, und möchte aber nur auf diesen Satz hier nochmal eingehen oder auf diese zwei Sätze. Aber auch so eine böse Themengruppe macht am Anfang viel Spaß, wird aber auf Dauer schnell langweilig, also eher etwas für eine spezielle Erfahrung zwischendurch, nichts Dauerhaftes. Da muss ich widersprechen, das kommt auf die Gruppe an. Und man muss ganz, ganz klar weggehen von den Sachen, dass man sagt, hier, wir sind jetzt die, also man muss weggehen von dem Gedanken, erstmal von diesem Standard-Heldending. Also es ist ja, die, das ist halt so einfach, eine gute Gruppe ist halt super einfach zu motivieren, weil die gute Gruppe einfach hilft und Dinge angeht und macht und so weiter. Und bei einer bösen Gruppe ist das ganz anders. Da muss man ganz anders drauf eingehen und es gibt ganz andere Probleme, die eine gute Gruppe niemals haben wird. Also wir hatten in der Midgard-Gruppe eine Gruppe, die war gut. Das war eine ganz normale gute Gruppe, maximal leicht grau. Und die andere Gruppe war richtig, richtig rabenschwarz und böse. Und da muss dann auch der Meister dementsprechend anders leiten, weil da muss er dann halt versuchen, die ganzen Mechanismen, die es gibt, um so eine böse Gruppe einzugrenzen, die eine Gesellschaft hervorbringt, wie Gesetze, wie Wachmannschaften, Patrouillen, wie Hexenjäger, Magierjäger, kirchliche Verbände, sonstige Dinge, wirklich auch Spüraugen, sage ich jetzt mal so, so Leute, die hinterher, also wirklich Einzelpersonen jagen, vielleicht sogar mit magischen Mitteln und so weiter, die muss es dann halt auch geben und damit muss sich der Spielleiter dann mal auseinandersetzen. Weil ich kann nur noch mal erwähnen, schon alleine, wenn neue Charaktere in die Gruppe gekommen sind, ist es für eine böse Gruppe viel, viel gefährlicher, einen neuen Charakter aufzunehmen, weil man weiß nie, ist der irgendwie, hat der irgendwas, führt der irgendwas im Schilde und so weiter, und es werden dann automatisch auch Dinge hinterrücks besprochen von neuen Charakteren, wie weit können wir ihm trauen, es werden Dinge
genau beobachtet, wie verhält er sich in Kämpfen und so weiter, ist er nützlich und so, so haben wir das halt gemacht und es liefen teilweise Geschichten neben der Geschichte her, es wurden Zettel getauscht und so weiter. Alle Besprechungen, zum Beispiel zwischen zwei Charakteren, die jetzt ich zum Beispiel nicht mitkriegen durfte, wurden untereinander geführt, mit dem Meister natürlich dabei. Ne? Aber es hat über ein Jahr gedauert, bis ich da vollwertiges Mitglied war in so einer Gruppe halt, ne? Bis man dann in alle Geheimnisse eingeweiht ist und so. Da müssen sich die Spieler, aber auch der Spielleiter umstellen. Und es ist nicht dieses plakative, hahaha, ich bin jetzt böse, wir lachen und wir bringen jetzt einfach alle um oder irgend sowas, sondern nein, es geht einfach darum, dass die Gruppe Ziele verfolgt und dafür auch Mittel nutzt, die jetzt zum Beispiel, wo jetzt andere Gruppen Probleme mit hatten, die werden dann genutzt, aber es werden da auch schnell Wertigkeiten vergeben. Das bedeutet, am Anfang sagt man zum Beispiel, ja, der Barbar, der neu jetzt in der Gruppe ist, der wird jetzt überhaupt nicht eingeweiht in dem, was bei der Gruppe abgeht und was so passiert ist und so. Der bekommt nur die Informationen zur aktuellen Auftrag. Der ist auf jeden Fall eine Waffe mehr und ein Meat Shield, also der steht im Zweifelsfall zwischen den Feinden und mir und stirbt halt als Erster und dann ist es auch okay und der muss dann halt erstmal in so einer Gruppe vielleicht mal ein halbes Jahr spielen, also ich meine jetzt halbes Jahr regelmäßige Spielzeit in Echtzeit oder so, was weiß ich, 3-4 Abenteuer oder so, bis der dann halt so in diese Gruppe dazugehört, ne? Bis man merkt, okay, der rennt nicht bei jedem Ding sofort zur Polizei oder zur Stadtwache oder sonst was. Also das kann sehr, sehr spannend sein und da müssen sich Spieler und auch Spielleiter umstellen und die Spieler sind viel, viel, viel mehr auf eine Hintergrundgeschichte angewiesen, die definiert, warum ihr Charakter böse ist oder skrupellos oder sonstige Dinge. Das ist wichtig. So, dann nochmal Farmerlors 3000. Schuppe. Dieses Danke für die Infos, das ist von mir ein Kommentar. Er hat zu dem Regionalband über die Elfen sehr, sehr, sehr viele coole, konstruktive, ergänzende Kommentare gemacht. Also, wenn ihr meine Videos schaut, dann schaut immer mal unter die Kommentare, also in die Kommentare. Das sind immer sehr, sehr schöne, von sehr, sehr vielen Leuten immer sehr, sehr schöne Kommentare, ergänzende Kommentare, Gedanken, Ideen, auch kritische Sachen und so weiter, die das Thema dann nochmal ein wenig ausbreiten, ne? Und mit eigenen Erfahrungen. Und da hat er jetzt zum Beispiel hier zum Regionalband über Elfen seine Infos gegeben, das ist sein Lieblingsvolk bei DSA und er kennt sich halt da wesentlich besser aus als ich und das ist eigentlich schon ein Experte in der Nummer. So.